Kendrick Johnson ist 17 Jahre alt, als er stirbt. Am 11. Januar 2013 finden ihn Mitschüler in der Sporthalle seiner Highschool. Sein Körper steckt kopfüber in einer zusammengerollten Ringermatte. Er hat aus Mund, Nase und Ohren stark geblutet. Die Ermittlungen kommen schnell zu dem Ergebnis, dass es sich bei Kendricks Tod um einen Unfall handelt. Ein Schuh ist ihm vermutlich in die Matte gefallen und beim Versuch, nach dem Schuh zu greifen, rutschte Kendrick tiefer in die zusammengerollte Matte und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Doch die Familie des 17-Jährigen ist davon überzeugt, dass Kendrick ermordet wurde. Sie lassen seine Leiche nach der Beerdigung zweimal exhumieren und von unabhängigen Pathologen erneut obduzieren. Beide Autopsieergebnisse ergeben dieses Mal, dass Kendrick durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode kam. Dennoch kommt es nicht zu neuen Ermittlungen, da das zuständige Polizeipräsidium keine Zweifel daran sieht, dass es sich einwandfrei um einen Unfall gehandelt hat.